herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Heute mache ich mit euch so eine Slider Card und zwar gearbeitet mit dem Sets von Create a Smile. Und Create a Smile, wie der Name schon sagt, kreiert ein immer ein Lächeln. Also auch bei diesen wunderschönen Sets. Und ich zeige euch, wie man diese Karte macht mit diesem Überraschungseffekt, den ihr gleich sehen werdet. Ups, da kommt schon der Spruch, du bist zauberhaft. Und ich finde es einfach wunderschön. Immer noch, ja, diese versteckte Nachricht, Botschaft. Ihr könnt natürlich aus diesem Grundteil verschiedene Karten gestalten, wie ihr mögt. Oder auch so, meins ist jetzt so ein Aufsteller als Geschenk, ist es gedacht für kleine Zauberfans. Und wie wir dieses Set machen, zeige ich euch gleich. Ihr braucht einmal dazu das Standset. Ich verlinke euch auch die Produkte von Create a Smile. Und zwar diese für die Slider Card. Da ist dann auch dieses Teil dabei. Wenn das in einer Farbe bleiben soll, dann kann man das zusammen ausstanzen. Ansonsten, wenn ihr das separat haben wolltet, in einer anderen Farbe, diese Lasche, die hier nach oben zieht, dann müsstet ihr die auseinander trennen von der Stanze. Dabei sind bei dem Standset auch noch so ein Holzteil, eine Leine. Da kann man natürlich so die kleinen Fähnchen, Lampions dran machen. Eine Pfeilrichtung kann man dran stanzen, dass man weiß, man zieht den Pfeil nach oben. Aber wir brauchen heute nur das Grundgerüst. Das habe ich auch schon ausgestanzt. Einmal in dem dunkelblauen Cardstock mit der Lasche. Dann brauchen wir ein Designerpapier mit Sternenpassen dazu. Und ich wollte euch noch zeigen, mit welchen Stempelsets ich gearbeitet habe. Genau. Also da habe ich die Clear Stamps verwendet. Einmal die Hex Hex. Steht auch immer drauf. Ich habe es natürlich schon benutzt und habe es aus der Originalverpackung raus. Da brauchen wir diese kleine Hexe. Könnte auch Hermine heißen. Den Hexenkessel. Den Spruch, du bist zauberhaft, nehmen wir auch. Und das Kätzchen. Und dann habe ich noch ein anderes Stempelset. Wichtelpost. Und da habe ich diesen Wichtel mit der Schere gewählt. Das gibt unser Zauberer. Also bei Create a Smile seht ihr, wie bei so vielen anderen Firmen auch mit Clear Stamp oder Stempel allgemein, ihr könnt es immer gut mischen. Und es geht auch schon gleich los. Ich schreibe euch in die Infobox alle Maße. Wir brauchen nämlich noch eine Grundkarte. Diesmal mache ich eine Karte. Die hat die Maße 12 x 24 cm, in der Mitte bei 12 cm gefalzt. Wir brauchen ein Stück Glitzer-Zauberpapier in der Maße 3,5 x 7,5 cm. Und so ein weißes Papier für den Spruch in den Maßen 1,5 x... Moment, kann ich euch verraten, ich habe mir alles aufgeschrieben heute. 3,5 cm. Das schneidet man dann noch nachher zu, wenn der Spruch drauf gestempelt ist. Genau. Und die Glitzer, die Sterne haben die Maße 8,5 x 8,5 cm. Das geht auch schon los. Wir brauchen noch die Stifte. Ich mache das diesmal mit den Copic Sketch Markers, die gibt es auch bei Create a Smile, in den verschiedenen erstmal Grüntönen. Dann brauchen wir Grau und das ist ganz helle C1 und ich glaube ein bisschen Schwarz für den Kessel. Ja, genau, so machen wir das und dann geht es auch schon los. Also ich bin jetzt auch noch keine Koloriermeisterin, ich gebe es ehrlich zu. Da haben wir so ein Schmierpapier für unten drunter. Ich fange immer mit der hellsten Farbe an. Das macht er beim Kolorieren allgemein so. Und koloriere mir schon mal den Kessel. Der ist doch noch heller. Sieht halt einfach realistischer aus, wenn man das so macht. Und für das innen drin braucht er das C1, damit er da so einen leichten Schatten, sag ich mal, wirft.
Und dann auch hier gleiches Spiel, C5 von hell nach dunkel. Obwohl, den koloriere ich mir jetzt wahrscheinlich erstmal ganz. Also diese Copic Sketch Markers, die haben natürlich die Eigenschaft, die haben eine dünne und auch so eine breite Fläche, sag ich mal, wo man größer kolorieren kann. Nehmt euch den Rand gut mit. Man kann die dann hier auch so, wenn man es schmäler haben möchte, aufstellen. So. Ihr könnt auch mit Holzstiften, mit Aquarellmarkern, die kann man auch aquarellig natürlich benutzen. Da könnt ihr euch entscheiden. Und da gehe ich jetzt noch mal ein bisschen am Rand entlang, dass dieser Kessel, dieser Hexenkessel, echter aussieht, ne? Da lasse ich mir meine Lichtpunkte drin. Das ist Absicht, dass das jetzt hier so weiß da bleibt. Mach hier noch mal so auseinander. Ja. Und mach mir mit Schwarz hier noch mal die. Das ist die Black 100. Die Füße des Kessels. Ja, so. Und fahre hier jetzt auch noch mal so ein bisschen am Rand entlang. Es sieht echt cooler aus. So, mehr will ich gar nicht. Meinem Geschmack nach reicht es so. Und da könnt ihr jetzt auch natürlich passend ausschneiden. Wichtig immer, das Papier bewegt sich, die Schere bleibt, und am besten schneidet man hier auch an diesen, an dieser ja, Innen. Diese Karten sind halt super schnell gemacht, machen super was her. Das, was immer am längsten dauert, ist echt die Farbkombi. Das sage ich, habe ich in meinem Kanal in mehreren Videos schon gesagt. Also wer neu auf dem Kanal ist, herzlich willkommen. Genau. Und das wollte ich noch sagen, dass man halt einfach immer, und das längste dauert halt auch das Kolorieren. Und das mache ich jetzt. Ich ziehe mir jetzt auch gleich auf den runden Stempelblock, habe Memento. Den großen Wichtelzauberer drauf. Da müsst jetzt normalerweise dazu drauf passen. Genau. So, jetzt brauche ich nur ein weißes. Da habe ich noch so ein Restweißpapier. Ich nehme als liebstes, weil ich die eh schon habe, diese Silikonmatte für die Clear Stamps. Aber das könnt ihr euch auch gern überlegen, wie ihr wollt. Wenn ihr sagt, ihr habt eine weiche Unterlage, ist okay. Kontrolle, ist die Farbe gut auf dem Stempel drauf? Und dann einfach einen Moment warten. Dann habe ich hier mein Reinigungssystem, einfach Wasser und so, ja, Spültuch, sag ich mal. Das geht wunderbar. Ich tausche es aber jeden Tag aus. Also ich glaube, manche machen es nicht. Muss man vielleicht auch nicht, aber ich mache es jeden Tag mal, dass ich es einfach im Wasserhahn drunter mache und dann ist es wieder gut. Dann nehme ich mir schon die kleine Hexe. Ziehe die mir auch auf den Stempelblock. Stempelfarbe rein. Guck, ob der schön ist, aber irgendwie ist es nicht so. Ja, machen wir die hier drauf dazu. Feste andrücken. Es kommt. Ach shit, jetzt hat es nicht geklappt. Nicht so schlimm. Mach es einfach nochmal. Da merkt man auch, da hört die seht ihr das, da hat die Matte aufgehört. Da ist mein Stempelabdruck leider nicht so. Jetzt nochmal neu und feste drücken und ein paar Sekunden länger warten. Jetzt ist er.
ja, das ist immer so eine Sache für sich, ne? Auch den Stempelabdruck ruhig vorher noch mal ein paar Mal woanders drauf drücken auf ein ja, Schmierpapier, dann ist es auch für Stempelkissen besser zu reinigen, aber genau. Jetzt machen wir noch die Katze. Die machen wir auch wieder schwarz. Die könnt ihr da auch braun machen mit brauner Stempelfarbe, wie ihr mögt. Mir gefällt die halt in schwarz, passend dazu am besten. Man kann da jetzt auch ein Eulchen hinsetzen. Nur so als Tipp. Ja, im Kanal gibt es auch so ein Video mit dem Eulchen. Das würde da bestimmt. Aber es ist halt dann auch riesig. Ihr müsst halt immer gucken, dass wirklich diese Personen, dass das alles zusammenpasst. Weil wenn jetzt die Katze riesengroß wäre, ist schon grenzwertig mit dem Mädchen, ne? Mit der Zauberin. Oder man muss sie weiter runtersetzen, dass sie kleiner wirkt. Aber es geht. Also mir gefällt es sehr gut, das Set. Dann machen wir auch gleich unseren Stempel, unseren Spruch. Memento machen wir wieder zu. Den Spruch, den machen wir auf das kleine Papier. Du bist zauberhaft und das stempeln wir jetzt in diesem Blau. Das sind halt die Stempelfarben, die ich auch da habe. Also da könnt ihr auch gucken, was ihr zu Hause habt. Sehr schön. So. Das schneide ich später aus. Dass ich hier nicht zu lang bei euch brauche. Ne? Das ist nämlich genau das. Immer im Video, wie lange macht man was? Wie lange zeigt man es, dass die Leute es auch verstehen oder gut nachmachen können? Ja. So, jetzt kommt der Spruch wieder auf meinen Teiler drauf. Stempelblock auf Seite und wir fangen das Kolorieren an. Beziehungsweise schneide ich mir jetzt einfach mal grob schon mal die ja, Sachen aus. Auch die kleine Katze. Die schneide ich mir auch aus. Wenn da jetzt so ein Pünktchen vom Stempeln ist, ist es nicht schlimm. Das stört überhaupt nicht, weil wenn ihr die ausschneidet, dann schneidet ihr das ja nicht weg. Normalerweise würde ich so auch nie ein Papier benutzen, aber das war schon zu Beginn so. Und ja, da lasse ich immer ganz gern einen Überschuss, weil da teste ich als meine Markers. Habt ihr bestimmt der eine oder andere in meinen Videos auch schon gesehen. Jetzt schneide ich noch die Katze aus. Genau. Die fand ich einfach süß. Also die kommt jetzt auch bald wieder die Jahreszeit. Es dauert noch ein bisschen mit Halloween. Und da passt es natürlich auch sehr gut. Wir werden dieses Jahr einen Kindergeburtstag in Richtung Hexen feiern. Ich werde meine Einladungskarte in so eine Richtung gestalten. Vielleicht mache ich sogar das Einladungsgedönse, schreibe ich vielleicht da unten rein. Als Überraschungseffekt, aber ist natürlich mega aufwendig, ne? Umso mehr Leute man einlädt, umso mehr so aufwendigere Einladungskarten braucht man. Aber es wäre witzig, oder? Ja. So, jetzt koloriere ich noch die beiden. Einmal den mache ich als Zauberer, nicht als Wichtel. Und dann nehme ich mir Holzstifte, ganz einfache Aquarell sind sogar. Und da beginne ich, gucke ich immer, welche Farben passen zusammen. Wichtig ist immer mit der hellsten Farbe, Kamera, ich hatte schon lange nicht mehr, ne? Immer mit der hellsten Farbe beginnen und dann dunkler werden. Also die hellste wäre jetzt einmal dieses hellblau. Heute sind hier die Lichtverhältnisse besser, als ich es gestern Abend noch gemacht habe, war es hier katastrophal. Da konnte ich immer die Farbe nicht richtig erkennen. Das ist ganz schlecht, wenn man ja koloriert. Also da auch ein bisschen, wie es Licht fällt, dunkler und dann da heller. Dann nehmen wir uns die Farbe hier. Ich weiß nicht, ob man dieses, ja, Art Pazifikblau, Türkisblau unbedingt im Zauberhut braucht, fragt mich nicht. Ich habe es einfach mir überlegt, das könnte gut aussehen. Aber natürlich kann man es auch in einem, ja, die gleiche Farbe, nee, schon dunkler. Aber ich dachte halt für die Schattierung und das nicht ganz so, ja,
muss ich den mal testen. Der ist so lilanfarbig, der quält man nicht so. Der ist aber auch wieder so. Ich hätte dunkleres Blau. Das könnte. Ah, das ist Lilan. Das brauchen wir für die Hexe. Beides könnte man auch schwarz kolorieren. Das ist immer so. Wie macht man es, ne? So, wir nehmen jetzt mal dieses hier. Ja, das ist so ein dunkles Jeansblau, hätte ich jetzt gesagt. Das passt für einen Zauberhut ganz gut. So ein bisschen verblenden mit den Helltönen. Dann wird der auch so jeansig, knautschig. Würde ich sagen. Weil so ein Zauberhut hat bestimmt schon viel erlebt und der darf ruhig mitgenommen aussehen. Das Gesicht, da wieder das gleiche. Dann nehmen wir dieses Hautfarben. Auch die Nase, die darf so ein. Seht ihr das? Ich gucke, dass ich immer so einen ganz kleinen weißen Lichtpunkt in der Nase habe. Und die Öhrchen. Und die Hände. So, wenn ich die habe, dann nehme ich mir meinen dunkleren Ton. Also wenn das hier auch zu lang dauern sollte, ich wollte es heute mal ein bisschen ausführlicher machen, dass halt die Leute auch sehen, wie koloriere ich jetzt zum Beispiel auch mit Holzstiften, zum Beispiel Aquarellstiften. Darum habe ich das Video jetzt auf das gemacht. Und die Schere wird nämlich ganz einfach. Dann nehme ich mir zum Beispiel einen Bleistift, ganz dünn. Auftragen, dann ist es heller grau. Und wenn ich da ein bisschen mehr Druck reingebe, dann habe ich hier natürlich schon wieder ein dunkleres Grau. So, und das gleiche passiert jetzt gleich mit diesem Bart. Da mache ich jetzt auch erst das hellere. Genau, das wollte ich noch sagen, dann spul da einfach, falls es euch jetzt hier echt zu lang dauern sollte, einfach dann weiter spulen. Ich mache das für diejenigen, die gern mal sehen wollen. Koloration. Wie gesagt, ganz perfekt bin ich da auch noch nicht. Ich mache das noch relativ neu. Ich mache mir da auch immer so den Verlauf von den jeweiligen Formen, wie der Bart, ne? Der wächst ja so nach, seht ihr schon, so nach unten. Dann koloriere ich das auch mehr oder weniger so runter, dass es so ein bisschen wie echte Struktur wirkt. Deswegen auch der Schnäuzer eher seitlich und der hängende Zaubererbart, das braucht ja ein Zauberer, ne? Den nach unten und dann nehme ich wieder hier ein bisschen mehr Druck bei meinem Farbstift auf und mache den so, ja, runter. Genau. Das sieht einfach cool aus, wenn ihr mich fragt. Ne? Und da ein bisschen weniger, weil er der Schatten. Ja, Schatten und Licht. So würde ich das sagen. Und dann noch da unten, da kriegt er jetzt braune Schuhe. Habe ich auch wieder ein helleres und ein dunkleres Braun. Nehme ich immer zuerst, wie gesagt, das hellere. Und gucke auch wieder, wie sind die Lichtpunkte ungefähr. Und nehme dann das dunklere. So. Ich habe da jetzt mal weiter lilan koloriert. Ich dachte irgendwie, der Zauberer könnte auch mal was Lilanes anhaben. Macht es aber jetzt natürlich auch noch ein bisschen bläulicher. Genau. Und auch wieder von hell nach dunkel. Das gibt jetzt so ein schönes wallendes, wie nennt man das? Zaubererumhang. Zaubererumhang, ah ja, genau. Dann nehme ich noch das Dunkelleder, mache da auch wieder so. Dann mache ich natürlich das Ganze ein bisschen dünner, ist ja klar. Jetzt ist der ganze Umhang dunkel. Witzig, ne? Sieht echt voll echt aus, wenn man das so schattiert. Kann man so ein bisschen verschmieren.
zu verblenden. Ich würde sagen, wir machen doch noch mal ein bisschen dunkelblau mit rein, dass es einfach nicht ganz so feminin aussieht. Die Karte an und für sich ist ja auch blauer. Oh, richtig schön. Entweder könnte man da jetzt, wenn ich es vorbereitet hätte, kleine goldene Sternchen noch drauf machen, ausgestanzte. Das wird auch gehen, wenn ihr da welche habt. Oder wenn ich einen goldenen, guck mal, ich habe einen goldenen Stift. Ja, oder diesen gelben hier, Glitzerstift. Da könnte man jetzt noch ein paar Sterne reinsetzen. Das finde ich auch witzig, muss ich ehrlich sagen. Manche Zauberer haben ja das, ne? Also das ist auch wieder Geschmackssache. Und bei dem anderen, da habe ich das ganz dunkle Blau genommen. Mal gucken, wo ich es hin habe. Von meinem Copic. Da habe ich das B28 in ganz dünn. Könnte ich jetzt hier ein ganz klein bisschen Filzer mit dazugeben, wenn ich es wollte. Habe ich gemacht. Ne? Oder bei dem Bart muss ich noch mal gucken, wie grau das ist. So ein bisschen das hier so zu unterstreichen. Aber wenn ihr nur mit Aquarell-Holzstiften arbeitet, geht es genauso. So, ich schneide den jetzt noch aus. Ich koloriere mir noch die kleine Hexe und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir am Zusammenbauen der Karte. Da ist der Zauberer, die Hexe und der Kessel und die Katze. Und wir brauchen wieder so ein Plastik-Glassichtfolie. Und wir brauchen das Teil darunter. Und als erstes falten wir da und muss man mal überlegen, wie das geht. Also diese Lasche hier zieht sich so rum nach oben. Die klebt man dann hier mittig an, am besten mit doppelseitigem Klebeband. Das macht man da unten drauf. So, das kann ich dann einfach abreißen, ziehe mir die Trägerschutzfolie vom Abreißklebeband ab und setze mir das hier, Moment, mittig dran. So, und dann ziehe ich das so nach oben. Genau. So. Und dann muss ich dieses Klebeband einmal außen rum setzen, so dass ich nicht auf dieses Feld komme, wo sich bewegt, und lasse da, wo die Lasche rauskommt, eben frei. Gut festdrücken, das Abreißklebeband, und nehme ja hier bis zur. So, dann brauche ich meine Karte. Die soll nach unten dann dort stehen. Leg mir das eben so drauf. Es soll mittig drauf. Und dann muss das natürlich auch beim Nachziehen mittig drauf geklebt werden. Dann kommt hier Kleber drauf. Flüssigkleber nehme ich da jetzt noch. Genau. Pinzette brauche ich sowieso gleich. Und wie gesagt, ich setze mir das da möglichst mittig drauf und nehme jetzt hier die Trägerfolie von meinem
Slider Card Effekt runter. Ist wirklich kein Hexenwerk. Wenn ihr das ein paar Mal oder auch einmal gemacht habt mit der Stanze, ist das ja ganz einfach. Und dann setzt ihr euch das vorsichtig als Rahmen außenrum. Und wenn ihr mögt, falzt ihr euch das gerade hier nochmal mit dem Falzbein bitte fest und zieht euch das auf und stellt euch das hin. Und jetzt kann man nämlich wunderbar den Spruch drauf machen. Nämlich dieser Zaubereffekt, da könnt ihr jetzt auch noch Glitzer und ja, ich würde keine 3D-Pop-Up-Effekt reinmachen als Überraschungseffekt, damit die Karte auch wieder gut zugeht, ne? Aber dass es da nicht stoppt. Gut, dann geht's ans Dekorieren. Ich brauche meinen Hexenkessel, den klebe ich mir mit Mehrzweckflüssigkleber hier unten drauf. Der darf direkt dahin. So, der Zauberer, der darf auch direkt da drauf geklebt werden. Jetzt ist wichtig, dass ihr darauf achtet, dass der Zauberer nur im unteren Feld klebt, nicht da oben, damit die noch so aufgeht, ne? Das ist jetzt wichtig. Alles, was ihr da nicht sauber genug ausgeschnitten. So, alles was ihr da macht, wirklich gucken, was das so ja, bleibt. Und jetzt kommt unser Pop-Up-Effekt. Dafür braucht man diese Klarfolienstreifen. Zwei Stück. Katze und Hexe. Und die Hexe, da braucht man auch wieder, also ich nehme immer die Klebepunkte. Oder nehmt halt auch das doppelseitige Klebeband, geht genauso gut. Das wird auch funktionieren. Klebt euch das da drauf, unten an den Mantel von der. Dann ist es stabil. Und dann müssen wir das so abknicken. Da, wo die Hexe stehen soll, stelle ich mir das mal kurz auf, dass ich das auch sehe. Genau, das ist recht lang. Dann kann ich mir da noch ein Stück von abschneiden. Und nehme mir noch ein Stück Klebepunkt. Das ist da nicht an meinem. Und klebe mir den da unten drauf. So. Und dann setze ich mir die Hexe bündig hier an diese Kante dran. Das verschwindet gleich. Deswegen auch das Überraschungsglitzerpapier. Weil wir ja nicht wollen, dass das jemand so sieht, ne? Dass da so mit Plastik gearbeitet wurde. Ich meine, ganz verschwinden lassen kann man es nicht, aber das ist dieser Zaubereffekt, dass man einfach nicht sieht, dass da, ja, sieht unschön aus, wenn man jetzt das so lassen würde. So, und da können wir jetzt die Katze auch hinmachen, die machen wir genauso dran. Das kann auch jetzt länger überstehen, das muss jetzt hier nicht so ganz präzise sein, sage ich mal, wie bei einer ja, Pop-Up-Karte, wo man das jetzt sehen würde. Ne? Wenn man jetzt die Streifen sehen würde, dann würde ich auch sagen, arbeitet noch genauer mit möglichst wenig Überschuss, dass es ja nicht so auffällt, aber hier ist es jetzt echt im Moment egal. Jetzt macht er die Karte wieder zu. So. Mein Glitzerpapierstreifen, der ist hier, da kommt jetzt auch Kleber drauf. So, und jetzt ist die Zauberei. Das könnt ihr eigentlich von der Seite aus jetzt machen, denn schon halb, damit dieser Zauberhut nicht überklebt wird. Jetzt muss ich die noch mal hinlegen, dass ich damit meinem Falzbein besser dran komme. So, und zack, ist sie dran und fertig. Also fertig ist meine wunderschöne Zauberkarte, diesmal in Blautönen gehalten. Da haben wir sie mit dem
Dunkellila gemacht, zwei verschiedene Varianten, die Geschmäcker sind verschieden. Da kommt Ihnen noch ein weißes Inlet rein, damit man einfach die beschriften kann. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich über ein Like und oder Abo. Tschüss!